Da mir unter meinen letzten Videos so viele von euch geschrieben haben, dass ihr gar nicht wusstet, dass ich mich für Nachhaltigkeit interessiere und auch engagiere, weil ich das bis jetzt nur auf meinem Instagram publiziert habe, dachte ich mir, ist das doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, um euch mal die volle Dröhnung zu geben mit allen Tipps und Tricks, die mir dazu eingefallen sind und die ich auch selber in meinem Leben tagtäglich anwende. Deshalb habe ich vorgestern mitten in der Nacht um 4 Uhr, weil ich jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr gut schlafen kann, angefangen, alles aufzuschreiben, was mir in den Sinn gekommen ist. Und wir sind bei unglaublichen 75 Punkten gelandet. Also bei mir ist letztens in der Abo-Box auch das Video von Marie Johnson aufgetaucht. Sie hat 50 Punkte gemacht, wie man im Alltag nachhaltiger leben kann. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das Video nicht angeschaut, weil ich mich einfach nicht zu viel von anderen Videos beeinflussen lassen wollte. Es sind sicher viele Punkte dabei, die sich überschneiden, aber es sind sicher auch Sachen dabei, die ich vielleicht noch nicht genannt habe. Deswegen schaue ich das gerne an, nachdem ihr das Video angeschaut habt. Und wer mein letztes Video geschaut hat, weiß, dass ich einfach zurzeit ein bisschen am Struggeln bin und deshalb sehr auf euer Engagement angewiesen bin, um den Algorithmus zu knacken. Deshalb habe ich mir überlegt, ich stelle euch einfach eine Videofrage, um nicht einfach random irgendwas reinzukommentieren, dass ihr auch irgendwie eine Art Mehrwert davon mitnehmen könnt. Deshalb ist die Videofrage für heute: Was macht ihr, um euren Alltag nachhaltiger zu gestalten? Kommentiert mir das gerne unten rein. Im Grunde genommen fallen alle Tipps, die jetzt folgen, unter diese drei Keywords: Reuse, Reduce und Recycle. Und ich denke, jeder von uns hat jetzt schon mal folgende Klassiker gehört. Nummer 1, das Licht ausschalten, wenn man es nicht benötigt. Nummer 2, das Wasser ausschalten, wenn man es nicht benötigt. Nummer 3 ist, seine eigene Tragetasche mitzunehmen, egal wo man einkaufen geht, ob es jetzt im Supermarkt ist oder wenn man normal shoppen geht. Also, ich verwende schon seit circa über einem Jahr diesen Beutel hier, meistens zum Einkaufen, aber auch sehr oft, wenn ich einfach irgendwas abholen muss, was jetzt nicht unbedingt klein ist, dass es durchfallen könnte. Und ich bin wirklich super zufrieden. Ich versuche euch übrigens alles, jedes Produkt, jede App in der Infobox zu verlinken, dass auch keine Fragen aufkommen. Nummer 4, auf die kleinen Plastiksäcke im Supermarkt verzichten und selber Säcke mitnehmen oder die Sticker einfach direkt auf euer Obst und Gemüse kleben. Und zum Weiteren, zum Einkaufen verwende ich noch so kleine Säcke, die habe ich mir halt einmal gekauft und dafür dann nie wieder. Das kam halt in so einem Set in verschiedenen Größen und die finde ich zum Beispiel toll, wenn man einfach so loses Obst, so kleinere Sachen oder Tomaten oder sowas kaufen möchte. Das zieht man dann zu und hier vorne ist genug Platz, um dann diesen Aufkleber drauf zu kleben. Nummer 5, wenn man etwas einkauft, dann sollte man auf unnötiges Plastik verzichten oder allgemein Verpackungen. Also zum Beispiel, wenn ihr zum Bäcker geht, um euch dort ein Brötchen zu kaufen, to go, dann könnt ihr auch einfach fragen, ob ihr es in die Hand bekommt, anstatt diese Papierverpackungen und eine Serviette mitzubekommen, um das dann sowieso 5 Sekunden später wegzuwerfen. Oder allgemein im Supermarkt einfach darauf achten, dass man oft verpackungsfreie Lebensmittel einkauft. Oder wenn man zum Beispiel in einem Lokal ist oder in so einem Imbiss, dass man das Plastikgeschirr nicht verwendet oder keine Strohhalme mitnimmt. Das ist, denke ich, sowieso, ja, allgemeiner Menschenverstand, keine Ahnung. Nummer 6 ist es, Leitungswasser zu trinken. Und ich persönlich bin so groß geworden, also ich habe nur Leitungswasser getrunken. Ich war eher erstaunt, dass Menschen Wasser in Flaschen kaufen. Natürlich in so Ländern, wo das Leitungswasser rein ist und eine gute Qualität hat. Und als Tipp kann ich euch geben, wenn euer Leitungswasser nicht so gut ist, wie zum Beispiel hier in meiner jetzigen Wohnung. Also mein Wasser ist leider sehr verkalkt und allgemein der Wasserdruck ist nicht hoch. Legt euch einen Wasserfilter zu. Ich weiß, dass es auch Müll verursacht, aber bei weitem weniger, wie wenn man jetzt dauernd Flaschen kaufen würde. Das hier ist der eben erwähnte Wasserfilter. Also dieses weiße Ding in der Mitte ist der Filter und ich muss ehrlich sagen, das Wasser schmeckt komplett anders damit. Also das Ganze ist wirklich super easy, es ist einfach ein Krug, ihr füllt das Wasser rein, es kommt unten gefiltert wieder raus und circa einmal im Monat, einmal alle 1,5 Monate, wird der Filter hier drin gewechselt. Nummer 7, eine eigene Trinkflasche verwenden. Nehmt einfach eine leere Trinkflasche mit, wenn ihr auswärts seid, um sie dann dort aufzufüllen. Das erspart euch auch diesen typischen, ihr seid draußen, habt auf einmal Durst und kauft euch dann im Supermarkt irgendeine Flasche mit was zu trinken im Moment, auch wenn es nur Wasser ist. Willkommen in meinem Badezimmer. Das erste Produkt, was ich euch zeige oder beziehungsweise den Tipp, den ich für euch habe, ist es, verpackungsfreies Duschgel, Bodylotion, Haarshampoo, was auch immer einzukaufen. Mittlerweile gibt es gefühlt alles ohne Verpackung. Das, was ihr hier zum Beispiel seht, ist verpackungsfreie Bodylotion, die auf der Haut schmilzt. Die habe ich mir, glaube ich, vor einem Jahr bei Lush gekauft und die glitzert wirklich sehr schön und die habe ich sehr gerne. Oder eine andere Alternative ist es, einfach Shampoos selber zu machen. Für ein Deep Cleansing Shampoo könnt ihr einfach Backpulver mit warmem Wasser mischen und damit eure Wurzeln behandeln. Das sollte dann den ganzen überschüssigen Teig und auch das Produkt von euren Haaren entfernen. Das nächste wäre es, sich einen Rasierhobel zuzulegen. Ich habe bis jetzt noch keinen, weil ich noch meine ganzen alten Rasierklingen aufbrauchen möchte, aber den legt ihr euch einmal zu und der hält Jahre für euch und ihr müsst nichts wegwerfen.
Ich verwende auch schon seit geraumer Zeit Zahnbürsten aus Bambus. Die hier ist zum Beispiel von Alverde, habe ich bei DM gekauft und ich bin wirklich super zufrieden. Die Borsten sind dementsprechend nicht so hart wie bei herkömmlichen Plastikzahnbürsten, aber ich habe absolut nichts daran auszusetzen und sie sind biologisch abbaubar. Jeder da draußen, der sich gerne schminkt, hat wahrscheinlich schon die meisten Optionen durchprobiert. Von Abschminktüchern über Wattepads, getränkt mit irgendwelchen löslichen Ölen. Hier kann ich euch zeigen, wie ich mich immer abschminke. Ich verwende dafür Bambus-Abschminkpads, die ich mir zugelegt habe und davon habe ich, glaube ich, 10 Stück. Dann verwende ich eine Waschlotion für mein Gesicht und mit den Pads säubere ich dann mein Gesicht im Endeffekt. Dadurch, dass ihr so viele davon habt, könnt ihr die dann easy in die Waschmaschine schmeißen und einfach waschen. Und ihr müsst nichts wegwerfen. Als nächstes stelle ich euch Badezimmerartikel vor, die jeder von uns kennt, aber wovon es auch nachhaltigere oder umweltfreundlichere Alternativen gibt, wie zum Beispiel diese Ohrstäbchen hier. Die haben zwar einen Plastikdeckel oben drauf, die Verpackung ist aber aus Papier und auch die Ohrstäbchen selber, Das Stäbchen des Ohrstäbchens besteht nicht aus Plastik. Des Weiteren verwende ich zum Beispiel auch umweltfreundliches, recyceltes Klopapier. Die Verpackung davon verwende ich auch sehr gerne als Müllsack. Oder es gibt auch umweltfreundliche Taschentücher aus recyceltem Material und auch die Verpackung von diesen Taschentüchern besteht aus Karton. Vom nächsten Punkt habe ich tatsächlich kein Footage, aber hier dreht es sich um Nagellack. Ich denke, viele von uns kennen das, dass man einen Nagellack relativ aufgebraucht hat. Es ist zwar noch etwas in der Flasche, aber kommt es nicht mehr raus oder es ist schon leicht eingetrocknet. Hier gibt es zwei easy Lösungen. Entweder ihr füllt etwas Nagellackentferner rein, um den Nagellack zu verflüssigen, oder ihr leert den Rest in einen anderen hinein und mischt euch sozusagen eine neue Farbe. Für die Männer unter euch ist das per se jetzt nicht so interessant, aber vielleicht für eure Freundin. Deswegen richte ich mich mal an euch Mädels. Also während eurer Periode könntet ihr auf Tampons verzichten oder Binden, die man eben nur einwegmäßig verwenden kann, und euch eine Menstruationstasse zulegen. Das findet ihr im DM, das könnt ihr immer wieder verwenden, nachdem ihr es ausgekocht habt, und es spart auf jeden Fall Müll. Was ich euch als nächstes zeige, werde ich vielleicht ein bisschen erstaunen, aber ich sammle Tüten wie ein Messi. Und das hat folgenden Grund. Ich habe es erstens irgendwie beigebracht bekommen, seitdem ich klein bin. Und zweitens habe ich vor geraumer Zeit damit angefangen, in random Tüten meinen Müll reinzupacken. Hier haben wir zum Beispiel auch noch ein schönes Beispiel. The Influencer Life, posing with trash on the ground. Ich muss sagen, ich habe vor mittlerweile 1,5 Jahren damit angefangen und ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal Mülltüten gekauft. Ich komme nämlich interessanterweise immer noch mit dem aus, was ich zu Hause habe oder was man mit der Zeit bekommt. Zum Beispiel, wenn man mal Takeaway holt und ein Sackerl dabei ist oder eine Tüte, wie es die Deutschen gerne sagen, verwende ich das. Wo ich auch erst vor kurzem drauf gekommen bin, ist, dass man auch Papiertüten und kleine Tüten verwenden kann, um das in den Müll reinzupacken. Und man es einfach nur gewohnt ist, so eine verschließbare Plastiktüte zu haben, damit der Geruch nicht aussteigt. Aber im Endeffekt ist es einfach total egal, in welcher Tüte ihr euren Müll wegwerft, weil sowieso alles zusammengeleert wird. Und noch eine kleine Anmerkung, Mülltrennung ist auch sehr förderlich. Bei mir gibt es leider nur Restmüll-, Papier- und Glasflaschentrennung. Ich glaube, das liegt daran, weil wir wirklich in einem riesen Wohnkomplex wohnen und wir haben unten 12 riesige Restmüll-, also so silberne Restmülltonnen. Ja, vielleicht schreibe ich da mal eine Mail an die Hausverwaltung, aber I don't know. Vor ein paar Wochen habe ich mir diese wasserlöslichen Geschirrspüler-Tabs zugelegt, die auch relativ umweltfreundlich sind, im Papier verpackt sind. Das Besondere daran ist, dass ihr diese Tabs habt, die nicht mit so einer regulären Plastikfolie verpackt sind, sondern ihr könnt die einfach so in eure Spülmaschine legen und die Folie löst sich dann einfach während des Waschgangs auf. Wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht, kann ich euch Märkte sehr empfehlen, weil ihr einerseits die regionalen Bauern unterstützt und andererseits ist es auch wirklich viel günstiger. Und man kann auch öfter plastikfrei einkaufen gehen, wenn man sein eigenes Sackerl mitbringt. Für anderweitige Besorgungen, die jetzt kein frisches Obst oder Gemüse sind, kann ich euch Unverpacktläden empfehlen. Die sind zwar wirklich etwas teurer und die gibt es meistens auch nur in Großstädten, aber wenn ihr in einer Großstadt wohnt, ist das definitiv mal einen Blick wert. Also wie gesagt, wenn man mal Essen bestellt, sollte man unbedingt die eine oder andere Sache aufheben. Wie zum Beispiel hier, dieses Sackerl besteht sogar aus recycelbarem Material, verwende ich für meinen Müll. Und die kleinen Boxen, in denen das Essen kommt, kann man super als Aufbewahrungsbox verwenden oder als Jausenbox oder whatever. Man kann immer eine Box gebrauchen, habe ich das Gefühl.
Hier seht ihr meine Takeaway-Verpackung in vollem Einsatz. Ich habe hier ein Stück Kuchen für Freunde aufgehoben, also vor meinem Geburtstag vor ein paar Wochen. Unter anderem kann ich euch sonst noch empfehlen Tupperware. Einerseits aus Plastik oder aus Glas, je nachdem, was ihr bevorzugt, um einfach euer Essen mitnehmen zu können und auch frisch zu halten. Wiederverwendbare Putzlappen, anstatt sich ständig neue Küchenrolle zu kaufen. Wenn diese Tücher mal dreckig sind, könnt ihr die easy peasy in die Waschmaschine werfen. Unter anderem, als ich umgezogen bin, hatte ich vielleicht 2 Gläser und alle weiteren Gläser, die ich zu meiner Sammlung hinzugefügt habe, waren solche. Also wirklich zum daraus trinken. Wenn ihr im Supermarkt irgendwas kauft, ich weiß nicht, Apfelmus oder sowas, hebt euch einfach das Glas auf, ihr braucht nichts dafür zahlen. Ich finde, es sieht fancy hipstermäßig aus und ihr habt ein Glas zum Trinken. Das ist super easy. Das ist vielleicht ein bisschen klein, aber ich verwende die allgemein immer wieder, um irgendwas anderes darin aufzubewahren. Ich habe schon vor Jahren aufgehört, normale Strohhalme zu verwenden. Hier habe ich zum Beispiel 2 Alternativen. Einmal Glasstrohhalme oder welche aus Metall. Und, I mean, grundsätzlich braucht ja niemand wirklich einen Strohhalm. Ich meine, wir sind keine Babys, aber ich trinke dadurch mehr, deswegen habe ich mir auch solche gekauft. Zum Thema Kochen. Wusstet ihr, dass wenn ihr den Deckel beim Kochen verwendet und auf euren Topf drauf gibt, um ein Drittel weniger Energie verbraucht. Also immer schön mit Deckel kochen, Leute. Außerdem erhitzt sich das Wasser dann schneller und ihr spart euch auch ein bisschen Zeit, ne? Und da wir jetzt schon bei Wasserkochen sind, gebe ich euch mal meinen Tee-Tipp mit. Kauft euch einfach ein Teesieb oder ein Tee-Ei und gebt dort euren losen Tee hinein. So spart ihr euch auch eine Menge Verpackungsmüll, anstatt jetzt jedes Mal einen neuen Teebeutel zu verwenden und dann wegzuwerfen. So ziemlich dasselbe gilt für Kaffee. Ich trinke zwar mittlerweile keinen mehr, weil mein Herz das nicht so gut verträgt, aber ich habe mir vor Monaten eine French Press gekauft um 5 Euro in einem Secondhand-Laden und damit könnt ihr euch euren eigenen Kaffee machen, nachdem ihr die Bohnen gemahlen habt. So verzichtet ihr auch auf diese ständige Kapseln austauschen und Kapseln wegwerfen. Wir haben ja vorhin schon das Thema Leitungswasser trinken angeschnitten und hier habe ich einen Tipp für alle unter euch, die gerne Sodawasser trinken, vielleicht einen weißen Spritzer oder einen Apfelsaft gespritzt. Wenn ihr es wirklich öfters konsumiert, könnt ihr euch ruhigen Gewissens einen Sodasprudler zulegen. Von welcher Marke auch immer, ist komplett euch überlassen, wen und was ihr damit unterstützen wollt, aber so spart ihr euch auch diese ständige Wasserflaschen schleppen. Genau, und das Einzige, was ihr austauschen müsstet, ist eben, wenn das Gas leer ist, diese Gasflasche. Eingetuppertes, vorgekochtes Essen abkühlen lassen, bevor ihr es in den Kühlschrank stellt, um dann weniger Energie zu verwenden. Ein Tipp von mir, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, ist es, sein Essen vorzuplanen. Also damit meine ich wirklich die Gerichte, die ihr im Laufe der Woche kochen wollt. Ich struggle noch so ein bisschen damit, aber ich gebe mein Bestes. Auch eine richtig coole Sache und weshalb ich Wien so liebe, sind Foodsharing-Kühlschränke. Googelt das einfach mal, wo bestimmte Standorte in eurer Stadt oder vielleicht halt eben nur in Wien, ich weiß nicht genau, wo es das überall gibt, gibt. Dort bringen Leute ihr Essen hin, das sie nicht mehr aufbrauchen können oder was zu viel ist, wenn sie zu viel gebacken haben und jeder kann sich da daraus nehmen, was er möchte. Wäsche waschen habe ich dann doch als eine eigene Kategorie aufgefasst, einfach weil mir dann so viele Dinge dazu eingefallen sind. Und hier habe ich gleich mal den ersten Tipp oder vielleicht auch nicht so Tipp. Und zwar ist das ein Waschball. Den kann man verwenden anstatt Waschpulver oder Weichspüler, soweit ich weiß. Also er hat keinen Geruch, er war sehr geruchslos, aber ich muss sagen, ich war nicht so begeistert davon. Man sieht auf den Aufnahmen, dass sich da schon Dreck in diesen Löchern gesammelt hat. Und ich hatte leider persönlich das Problem, dass nach einiger Zeit, nachdem ich den verwendet habe, immer wieder dunkelbraune Flecken auf meiner weißen Wäsche waren und die nicht mehr rausgegangen sind. Ich weiß nicht, wo das herkam. Ich dachte, es kommt von meiner Waschmaschine, aber seitdem ich diesen Ball nicht mehr verwende, sind sie weg. Deswegen bin ich umgeschwenkt zu diesem Waschmittel von Frosch. Das ist auch relativ ökologisch, relativ gut. Ihr könnt euch die Punkte ja mal durchlesen, auf Pause drücken beim Video. Die Verpackung ist auch aus Plastik. Es ist auch kein Plastik-Messbecher oder Messlöffel in der Verpackung drinnen. Und unter anderem verwende ich dann von Frosch den Weichspüler. Die Flasche ist zwar leider aus Plastik, aber die restlichen Bedingungen sind sehr gut, auch ökologisch abbaubar und vegan. Deswegen habe ich mich dafür entschieden und ich finde, der Geruch ist auch ganz angenehm. Für alle, die der Meinung sind, sie bräuchten keinen Weichspüler, aber trotzdem gerne gut riechende Wäsche haben, kann ich empfehlen, ein paar Tropfen ätherische Öle mit zur Wäsche dazuzugeben.
Hier kommt es auch ganz auf die Einstellungen an. Wenn ihr mit weniger Grad wascht, ist das auf jeden Fall umweltfreundlicher und unter anderem habe ich hier zum Beispiel auch eine Trocknerfunktion, die verbraucht auch wieder viel Strom, ist auch nicht wirklich umweltfreundlich. Ich weiß, was ihr euch denkt, Michelle, das ist eine schöne Aufnahme, aber wieso zum Teufel mischst du weiße Wäsche mit bunter Wäsche? Und meine Antwort ist, ich glaube, ich war so aufgeregt wegen dem Video, dass ich einfach alles Dreckige dazu getan habe. Da wir jetzt auch schon bei der Wäsche an sich sind. Und da kann ich euch schon mal sagen, dass es umweltfreundlicher ist, reine Stoffe Mischstoffen vorzuziehen. Also reine Stoffe sind Dinge wie 100% Kaschmir oder Baumwolle oder Viskose. Und Mischstoffe sind einfach alles Dinge, die mit Polyester, also Plastik, Garn, Plastikfaden gemischt sind. Denn bei der Wäsche werden kleine Mikroplastikpartikel mit dem Wasser in den Abfluss und in unser Wassersystem gespült. Ja, jeder kann sich, glaube ich, denken, das ist nicht so super. Was Kleidung anbelangt, kann ich einfach jeden ans Herz legen, kleine Fehler, kleine Löcher, lose Knöpfe selber wieder zu reparieren und wieder tragbar zu machen. Das hier ist zum Beispiel eine meiner allerliebsten Taschen aus Leder, die ich auch secondhand gekauft habe, um 10 Euro. Und die war deswegen so günstig, weil sie hier offen war. Also man hat den Karton gesehen und alles. Und an den Seiten ist sie auch aufgegangen, genauso wie hier das auseinandergefallen ist. Das haben wir dann nochmal zusammengenäht. Die Enden der Tasche haben wir dann nochmal mit Textilkleber zusammengeklebt. Und sie ist wie neu. Oder auch ein gutes Beispiel ist dieser graue Trenchcoat hier. Der hatte hier ein Loch, das ich einfach schnell mit der Hand zusammengenäht habe. Weitere Ideen zum Thema Fashion wären Kleidung neu nähen oder aus alten Secondhand-Sachen neue Kleidung nähen. Auf Kleidertauschpartys gehen oder welche mit euren Freundinnen zu veranstalten oder einfach im Kleiderschrank von euren Eltern mit Erlaubnis rumzuwühlen. Falls ihr aber doch komplett neue Kleidung kaufen wollt, dann kann ich euch faire Modemarken ans Herz legen. Da verlinke ich euch auch was in der Infobox. Wenn ihr Kleidungsstücke habt, die mittlerweile schon komplett zerschlissen sind und nicht mehr zu retten sind, kann ich euch empfehlen, daraus vielleicht Abschminkpads zu nähen oder das zu eurem nächsten Waschtuch zu machen oder, wie nennt man das? Na? Ich habe es vorher gesagt, Waschfetzen, ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich absoluter Secondhand-Liebhaber bin, vor allem, weil es die nachhaltigste Alternative ist, etwas zu verwenden, was schon da ist. Abgesehen davon liebe ich einfach Mode, es macht mir Spaß, hier durchzuschauen, es ist günstiger. Und ich habe es mir irgendwie zur Aufgabe gemacht, euch auch zu zeigen, dass man, obwohl man Secondhand einkauft, nicht gleich altbacken aussehen muss oder auch richtig coole Teile und Outfits zusammenstellen kann. Und zur Feier des Tages ist das Outfit, was ich trage, komplett secondhand, bis auf die Strumpfhose. Und ich wollte euch noch was zeigen. Bei meinem letzten Berlin-Aufenthalt habe ich diese Jacke hier gefunden. Ist die nicht mega? Die musste ich einfach mitnehmen. Ich konnte nicht anders. Und man findet halt auch so wirklich die einzigartigsten Teile, wie zum Beispiel das hier. Das habe ich noch nie sonst irgendwo in der Art gesehen. Okay, das war nicht meine. Seht ihr? Gratis Haarspange, was will man mehr? Und für die unter euch, die es noch nicht wissen, ich habe meinen eigenen Online-Secondhand-Laden bzw. mein eigenes Label, www.wildsoulclothing.com. Falls euch genau interessiert, was dahinter steckt, wie das verpackt wird und so weiter, geht auf die About-Seite, dort steht alles ganz genau beschrieben. Die Verpackung ist komplett ökologisch abbaubar und es gibt sogar kleine Dankeskärtchen, die ihr einpflanzen könnt und dann wachsen Blumen raus. Das ist von mir handpicked, vintage, handpicked Secondhand. Und ich habe diesen Online-Shop eröffnet, vor allem, weil ich Mode liebe und weil ich zur Nachhaltigkeit etwas beitragen möchte und auch für Leute, die eventuell keinen Secondhand-Laden um sich herum haben oder es einfach hassen, sich durch Kleidung durchzuwühlen. Es gibt das. Es gibt viele Menschen, die mögen das nicht, sich durch Kleidung durchzuwühlen, aber würden vielleicht trotzdem gerne nachhaltig einkaufen. Dafür ist es auch absolut perfekt. Also wenn ihr mich unterstützen möchtet sowieso, dann schaut dort auch gerne vorbei. Es würde mich sehr freuen und mir sehr helfen. Also das ist das Outfit, einfach schwarzes Top, das habe ich hier und an den Ärmeln enger genäht. Den Rock habe ich in meinem Keller gefunden von der Vormieterin, die wollte ihn wegwerfen. Also das ist ein Lederblazer, der ist eigentlich dunkelrot, aber wie ihr seht, im Licht chargiert er Gold. Also auch mega cooles Teil.
Okay, kommen wir zur Thematik Reisen/Fortbewegungsmittel. Also am allerbesten wäre es natürlich, wenn man überall hin zu Fuß gehen würde. Als zweites würde ich vorschlagen, sich einfach das Fahrrad zu schnappen und eine längere Strecke zu fahren, anstatt irgendwie mit dem Auto zu fahren. Ich persönlich habe zum Beispiel noch gar keinen Führerschein, weshalb ich einfach immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre. Nur ab und zu, sehr selten, hole ich mir ein Uber, wenn es sehr spät in der Nacht ist oder so. Falls man aber eine längere Strecke vor sich hat und zum Beispiel alleine oder zu zweit mit dem Auto fahren würde, kann ich euch Carsharing empfehlen. Carsharing ist einfach etwas, was man zum Beispiel über eine App abwickeln kann. Also du organisierst ja eigentlich eine Mitfahrgelegenheit und so teilt ihr euch den Sprit, die Kosten, ihr habt vielleicht eine coole Zeit zusammen und es ist auch auf jeden Fall umweltschonender. Was auch sehr, sehr oft unterschätzt wird, ist es, zum Beispiel regional Urlaub zu machen. Leute, ich sag's euch, ich wohne zum Beispiel in Österreich. In Österreich gibt es so viele schöne Plätze, so viele schöne Seen, die Natur, es ist wirklich ein atemberaubend schönes Land und man muss nicht immer irgendwo hinfliegen. Natürlich, exotische Destinationen sind auch schön, aber ich weiß einfach von vielen Leuten, dass sie schon viel mehr von anderen Ländern gesehen haben, also so urlaubstechnisch oder dort mal ein paar Tage verbracht haben, als in ihrem eigenen Land. Und es macht wirklich immer wieder Spaß, neue Ecken in seinem eigenen Land zu entdecken und man kommt dort auch viel einfacher hin. Man muss nicht fliegen und man kann zum Beispiel mit dem Zug fahren. Und da jetzt schon das Thema Fliegen aufgekommen ist, versucht Flugreisen wirklich so gut es geht zu meiden. Der CO2-Ausstoß bei einem Flug ist wirklich katastrophal. Zum Beispiel ein Flug von hier nach Teneriffa stößt so viel CO2 aus, wie ein Auto ein ganzes Jahr verbraucht. Und falls sich Fliegen nicht vermeiden lässt oder ihr eben den Herzenswunsch habt, irgendein exotisches Reiseziel zu bereisen, dann kann ich euch nur ins Herz legen, euren Flug zu kompensieren. Also es gibt diverse Online-Seiten, wo ihr eingeben könnt, von wo ihr wegfliegt und was eure Destination ist. Und diese Seite berechnet euch dann den CO2-Ausstoß aus. Ihr könnt dann eine bestimmte Summe an eine Organisation eurer Wahl spenden. Also zum Beispiel eine Organisation, die sich für die Regenwälder einsetzt oder eine Organisation, die sich gegen den Klimawandel einsetzt und so weiter und so fort. Was unter anderem auch ein guter Punkt wäre, wenn ihr in einem anderen Land seid, versucht regionale Betriebe zu unterstützen. Also wenn ich irgendwo bin, dann versuche ich dort auf Märkte zu gehen oder kleine Boutiquen zu besuchen, um dort wirklich deren Wirtschaft anzukurbeln. Also nicht, dass das jetzt nur durch mich passiert, aber ihr wisst schon, wenn das viele Leute machen, dann unterstützt das die Betriebe. Okay, der nächste Punkt ist etwas, woran man jetzt nicht unbedingt als erstes denken würde, aber falls ihr an den Strand fahrt, um schwimmen zu gehen und euch Sonnencreme zulegt, dann kauft euch am besten eine Sonnencreme ohne chemische Inhaltsstoffe, denn wenn ihr euch damit einschmiert und damit ins Meer schwimmen geht, gelangen diese chemischen Stoffe in das Wasser und schädigen die Korallenriffe. Das nächste ist es zum Beispiel, was sich auch sehr gut für Festivals eignet oder wenn man wandern geht, sich selbst sein eigenes Geschirr mitnehmen. Das habe ich zum Beispiel vorletztes Jahr am Siget Festival gemacht. Allgemein auf Festivals etc. ist es wirklich schon besser geworden. Sie achten mehr auf Nachhaltigkeit, aber es gibt sehr viel Einmal-Wegwerf-Geschirr. Und um das zu vermeiden, habe ich mein eigenes Besteck mitgenommen, damit gegessen, abgewaschen, eingepackt und das kann man immer wieder von Technik und Apps. Unglücklicherweise ist das ganze Video nicht gesponsert, sondern ich lege euch die ganzen Apps und alles mögliche aus freien Stücken ans Herzen. Der erste Service wäre Ecosia. Ecosia ist sozusagen eine Ökosuchmaschine, sowas wie Google. Einfach dadurch, dass ihr Ecosia verwendet, wird durch circa jede 45. Suchanfrage ein Baum gepflanzt und mittlerweile bin ich bei circa 50 Bäumen, ohne dass ich aktiv wirklich irgendwas getan habe. Die erste App, die ich euch heute vorstelle, ist die App PlantJammer und die App ist dafür da, dass ihr eure restlichen Lebensmittel eintippt und auch noch eingibt, was für eine Art Gericht ihr haben wollt und dann spuckt sie euch ein passendes Rezept aus. Alles vegan, wie der Name schon sagt, PlantJammer. Als nächstes haben wir die App Good2Go und die ist wirklich mega cool, weil sie sich mit verschiedenen Unternehmen zusammengetan hat und hier könnt ihr ganz einfach online eine Bestellung abgeben. Und zwar für den heutigen Tag oder den morgigen Tag, dass ihr die Reste, das übrig gebliebene Essen vom jeweiligen Unternehmen abholt. Das heißt, ihr bekommt viel zu einem kleinen Preis und es wird nichts weggeworfen. Von Good2Go kommen wir zu Good on You und das hier ist eine Fashion-App, mit der ihr einfach jede Brand checken könnt, inwiefern sie sich für Nachhaltigkeit einsetzt, was deren Work-Ethics sind. Und des Weiteren gibt es dort auch noch Blogposts darüber, wie ethisch diese und jene Marke ist. Die nächste App trägt den Namen Replace Plastic und das ist eine App, wo ihr etwas beitragen könnt. Und zwar könnt ihr damit Produkte scannen, die in Plastik eingepackt sind und dann sozusagen eine Rezension oder eure Meinung schreiben darüber, dass das Unternehmen eventuell eine andere Verpackungsmethode in Betracht ziehen sollte. Und diese App leitet dann automatisch für euch dieses Feedback an das Unternehmen weiter und vielleicht können wir so ja das Unternehmen dazu bringen, von Plastik auf eine andere Verpackung umzusatteln.
Und da wir ja vorher schon von Carsharing geredet haben, dachte ich mir, ich stelle euch gleich die passende App dazu vor. Und zwar heißt die App BlaBlaCar. Dort könnt ihr eingeben, von wo bis wo ihr fahren wollt. Und hier seht ihr eh ganz gut, euch wird dann angezeigt, welche Leute vorbeifahren, euch mitnehmen könnten, wie viel das kostet und so weiter und so fort. Was Technik angeht, könnt ihr in einem winzigen Handgriff einfach euren Standby-Modus früher einschalten, sagen wir so nach einer Minute. Das ist halt wirklich für jeden was, der viel und oft vorm Computer sitzt. Ansonsten ist es auch relativ gut, das Gerät einfach auszuschalten, wenn es nicht in Gebrauch ist. Falls ihr jemand seid, der wirklich bis ans Äußerste gehen möchte, was den Umweltschutz und Nachhaltigkeit betrifft, kann ich euch sagen, dass das Streaming von YouTube-Videos, Netflix und Co. etc. leider auch sehr umweltschädlich ist, weil das einfach immense Daten sind, die auf riesigen Servern gespeichert werden müssen, die extrem viel Energie fressen. Falls ihr da irgendwie zurückschrauben wollt, könntet ihr zum Beispiel einfach weniger konsumieren oder die Videos in nicht so guter Qualität streamen. Aber ich muss wirklich sagen, das ist dann halt für mich, zum Beispiel auch in meinem Beruf, nicht so wirklich eine Option. Und zu guter Letzt, wenn irgendein Gerät von euch versagt, checkt zuallererst die Garantie oder vielleicht sogar eure Versicherung, die ihr abgeschlossen habt, und lasst euch das Gerät reparieren. Ich schätze mal, den nächsten Punkt kennt jeder. Ihr kommt nach Hause, schaut in euren Briefkasten und was ist dort? Werbung. Irgendwas, wovon ihr keine Ahnung habt, wo die Leute eure Adresse herhaben, aber sie schicken euch Werbung zu. Oder generell eure Rechnungen, Newsletter und so weiter und so fort. Deswegen, das ist auch was, wo, denke ich, nicht so viele Leute dran denken, bestellt diese Werbung ab. Man kann die Werbung aktiv abbestellen, schreibt das Unternehmen an, was euch die Briefe oder die Newsletter oder was auch immer schickt und sagt ihnen, dass ihr nichts mehr weiterhin empfangen wollt und unter anderem druckt euch so einen Sticker aus, wo steht keine Werbung. Ich weiß, Online-Shopping ist nicht der beste Weg, um einkaufen zu gehen. Man sollte seine regionalen Betriebe unterstützen, aber manchmal gibt es Dinge nur online. Und wenn ihr online bestellt, kann ich euch empfehlen, die Verpackungen, zum Beispiel die Kartons von Amazon oder whatever, aufzuheben. Und falls ihr in Zukunft ein Paket an irgendwen versenden müsst oder etwas verkaufen wollt, könnt ihr diesen Karton verwenden. Allgemein ist es wirklich sehr nachhaltig, seine Dinge zu verkaufen. Also mit verkaufen meine ich, es muss ja nicht viel sein, ich weiß nicht, wenn ihr sie einfach nur loswerden wollt. Aber wirklich einen Käufer oder eine bestimmte Person zu finden, an den das Teil geht. Nehmen wir mal Kleidung als Beispiel. Sehr viele Leute sortieren ihre Kleidung aus und spenden die dann an irgendeinen Container, weil sie die Sache einfach loswerden wollen und weil sich ihr Gewissen dadurch beruhigt, dass sie etwas Gutes tun. Was viele aber nicht wissen, ist, dass einfach schon so viel Kleidung gespendet wird und teilweise manche Container auch nicht wirklich Organisationen zugehörig sind und diese Kleidung dann in dritte Weltländer verschifft wird, die untergeht in einem Textilhaufen will. Und unter anderem leidet in dem Land dann auch deren eigene Wirtschaft darunter. Erstens unter dem Müll und zweitens kauft dann ja niemand mehr was in irgendeinem Laden. Also ich kann euch empfehlen, wenn ihr Kleidung spendet, dann recherchiert wirklich, wo die Kleidung hingeht. Schaut, dass immer eine Organisation draufsteht. Am allerbesten ist es natürlich für jedes Teil einen eigenen Käufer zu finden, denn selbst wenn ihr Kleidung spendet und sie an diese Organisation geht, müssen die das Ganze natürlich aussortieren, was auch wieder Zeit- und Energieaufwand ist und man kann auch nicht alles verkaufen. Next up, sollte auch total selbstverständlich sein, Dinge aufbrauchen und das kann sich einfach auf alles beziehen. Egal, ob es nun Essen ist, Pflegeprodukte, Make-up, Blöcke, Papier, was auch immer. Wenn ihr euch etwas kauft, dann denkt zuerst drüber nach, okay, habe ich noch etwas? Könnte ich das noch verwenden? Okay, ich finde das jetzt nicht so schön wie das, aber es gehört sozusagen weg. Es hat ja Energie gebraucht, um das Produkt zu erstellen. Das Produkt herzustellen. Falls ihr in eine Coffeeshop-Kette geht, kann ich euch empfehlen, die Getränke gleich vor Ort zu trinken. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Kaffee oder Eiskaffee oder sonst was. Falls ihr dort einen Iced Tea bestellt, den es eigentlich auch nur in diesen Cups gibt, dann sagt einfach, dass ihr es vor Ort trinken wollt und sie füllen euch diesen Eistee trotzdem in eine Tasche. In eine Tasche? Was rede ich? Sagt einfach, dass ihr es vor Ort trinken wollt und sie füllen euch den Eistee trotzdem einfach in eine Tasse um. Und unter anderem, falls ihr wirklich nicht vor Ort trinken könnt und on the go seid, nehmt euch euren eigenen Coffee Cup mit und so spart ihr euch unter anderem, denke ich, auch mal 50 Cent pro Kaffee bei manchen Ketten. Bevor ihr drüber nachdenkt, ein Teil wegzuwerfen oder zu verkaufen, kann ich euch noch empfehlen, vielleicht online einfach nach ein paar Ideen zu suchen, wie ihr die Möbel zum Beispiel upcyclen könnt. Euch gefällt die Farbe des Schrankes nicht? Malt ihn an! Solche Dinge können echt Wunder bewirken. Ich als Influencerin habe früher mega viele Sachen zugeschickt bekommen und mittlerweile
bin ich absolut nicht mehr so ein Konsummensch. Also ich mache das nur noch, wenn mir etwas wirklich gut gefällt. Und ich habe mir selbst von den Dingen von damals, also von Parfums oder sonstiges, einfach den Karton aufgehoben, um darin gewisse Sachen zu verstauen, wie zum Beispiel Nagellack oder Medikamente. Man kann es echt für alles verwenden. Viele Leute beziehen Secondhand-Einkaufen gehen nur auf Kleidung. Aber was viele nicht bedenken ist, es gibt tatsächlich Läden, die verkaufen auch Möbel, Spiele, Decken, Geschirr, alles Mögliche. Unter anderem kann ich dort empfehlen zum Beispiel die Kala in Wien, die vertreibt auch große Möbelstücke. Über den nächsten Punkt haben wir hoffentlich alle schon in der Schule gelernt, und zwar geht es um Palmöl. Palmöl ist relativ leicht zu gewinnen und dementsprechend wirtschaftlich rentabel, aber sehr, sehr schlecht für die Umwelt. Palmöl ist nicht nur in Lebensmitteln enthalten, die auch einen öligen Anteil haben, wie zum Beispiel Nutella, sondern auch in vielen Haushaltsmitteln oder anderen Produkten, die wir sonst gar nicht in Erwägung ziehen würden. Das, was Palmöl so schädlich macht, ist, dass es in riesigen Monokulturen angebaut wird. Das heißt, riesengroße Flächen an Regenwald werden gerodet, niedergebrannt, es gibt Artensterben, verschiedene Pflanzenarten werden auch ausgerottet. Die Völker, die dort wohnen, werden vertrieben, haben nichts mehr. Es ist wirklich eine Katastrophe. Lieber nicht kaufen, wenn es vermeidbar ist. Der nächste Tipp ist etwas, mit dem viele Leute mittlerweile, schätze ich mal, konfrontiert wurden. Und zwar ist es, sich vegan zu ernähren. Um jetzt hier in diesem Punkt aufzufassen, warum es ökologisch gut ist, sich vegan zu ernähren, das würde den Rahmen sprengen. Ich kann euch auf jeden Fall Dokumentationen wie Earthlings oder What the Health empfehlen oder Cowspiracy. Dort wird im Großen und Ganzen sehr gut zusammengefasst, warum eine vegane Lebensweise die nachhaltigste überhaupt ist und euren ökologischen Fußabdruck um einiges verkleinert. Um das jetzt kurz zusammenzufassen, unter anderem die Fleisch- und Milchindustrie produziert, ich will jetzt echt keine falschen Fakten nennen, aber was ich jetzt noch im Kopf habe, produziert so viel CO2-Ausstoß wie alle Fortbewegungsmittel, Schifffahrten, Flugzeuge, Autos und so weiter zusammen. Wenn man wirklich was für unseren Planeten tun möchte, dann kann ich es jedem ans Herz legen, vegan zu gehen. Ich möchte wirklich niemanden drängen, ich bin tatsächlich ein Mensch, der lieber vorlebt und den Leuten sozusagen ein gutes Beispiel ist und den Leuten einen Denkanstoß gibt, aber ich zum Beispiel bin auch nicht, ich weiß nicht, die Leute streiten sich darum, kann man sich noch vegan nennen, was auch immer. Ich ernähre mich so zu 98% pflanzlich und diese anderen 2% sind, wenn ich irgendwo vielleicht auf Reisen bin oder auswärts, irgendwo mal auf einer Party, auf einer Geburtstagsfeier oder sonst was. Also ich persönlich habe einfach für mich gemerkt, dass es so am besten ist, wenn ich mich nicht 100% irgendwie einschränken muss. Und ich möchte euch auch sagen, ihr müsst nicht vegan gehen. Es trägt doch schon einen Riesenteil dazu bei, wenn ihr zum Beispiel nur auf Fleisch verzichtet oder wenn ihr zum Beispiel auch einfach keine normale Milch mehr trinkt, aber vielleicht esst ihr dann noch Eier oder sonst was. Jeder kleine Schritt trägt etwas dazu bei. Der nächste Konsumtipp ist, weniger zu kaufen bzw. nur das zu kaufen, was man wirklich benötigt, oder länger über seine Käufe nachzudenken. Eine gute Methode ist, würde ich sagen, die Marie Kondo-Methode. Nehmen wir jetzt ein Kleidungsstück als Beispiel. Wenn ihr ein Kleidungsstück habt, schaut ihr euch das an und denkt euch, bereitet mir dieses Kleidungsstück Freude oder trägt das etwas Positives zu meinem Leben bei. Und ich finde, wenn das der Fall ist, dann kann man sich ruhigen Gewissens etwas kaufen. Mittlerweile konsumiere ich wirklich sehr bewusst und früher habe ich sehr oft einfach Teile gekauft, weil ich sie schön fand und dann habe ich sie zum Beispiel nie angezogen. Ich denke, so ging es wirklich sehr vielen Leuten, auch Leute, die heute minimalistisch leben. Es hat einfach sehr viel mit unserer Gesellschaft zu tun und wie wir aufwachsen. Und wir werden ja mit dem ganzen Konsum großgezogen. Wir sehen das an allen Wänden, im Kaufhaus und überall. Es braucht nur mal ein bisschen Aufklärung, dass man nicht unbedingt in diese Gesellschaft reinpassen muss dadurch. Und der nächste Punkt von mir ist ein bisschen unkonventionell, aber er ist, mit positivem Beispiel voranzugehen. Also wie gesagt, ich bin eine Person, die versucht, das gerne vorzuleben, ohne andere Leute unter Druck zu setzen und vielleicht jemanden zu inspirieren. Wenn ihr das zum Beispiel selber macht, stehen die Chancen sehr gut, dass ihr Leute in eurem Umfeld eventuell dazu zum Denken anregt, sich mehr über bestimmte Themen zu informieren, um dann selber vielleicht kleine Beiträge zu leisten. Puh. Das war viel. Das war sehr viel. Eure Unterstützung in Form von einem Daumen nach oben, einem Kommentar und einem Follow auf meinem Instagram-Account bedeutet mir wirklich die Welt. Ich hoffe, das Video hat euch einen kleinen Denkanstoß gegeben. Falls ja und ihr irgendwas ausprobiert, könnt ihr mich sehr gerne markieren. Ich freue mich sehr, das zu sehen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao!